Wir fangen mit der Kniebeuge an. Schön tiefe Position. Achtet auf einen geraden Rücken, auf eine gute Hüftstreckung, wenn ihr oben seid. Ich empfehle immer, die Arme mit nach vorne zu nehmen. Als Ausgleich, damit ihr schön weit zurückkommt mit dem Gesäß. Ihr habt jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, die Übung noch zu variieren. Ihr könnt beispielsweise mal eine Rotation zur Seite mit reinbringen. Da immer auf eine schöne Symmetrie achten, dass ihr auf beide Seiten arbeitet. Und ihr könnt auch beispielsweise beim Runtergehen die Arme mal nach oben bringen, wie bei einer Überkopfkniebeuge, um eure Rückenmuskulatur stärker zu fordern.